Haben Sie den Job beim Oberbergischen Kreis gefunden, der zu Ihnen passt? Perfekt. Lassen Sie uns einen Blick auf unseren Bewerbungsprozess werfen. Es geht los mit Ihrer Bewerbung. Nutzen Sie dafür einfach unser Online-Bewerbungsportal. Füllen Sie alle Felder aus, auch die Freiwilligen, und laden Sie alle wichtigen Dokumente hoch. Wie Ihr einseitiges Anschreiben, Ihren tabellarischen Lebenslauf und Zeugnisse. Übrigens, wenn Sie Fragen zum Job haben, können Sie immer Ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen anrufen. Die Kontaktdaten finden Sie im Stellenangebot. Sobald Ihre Bewerbung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie schnell eine Bestätigung von uns. Ihre Unterlagen schauen wir uns aber erst nach Ende der Bewerbungsfrist an. Denn uns ist wichtig, dass alle Bewerbenden die gleichen Chancen haben. Deshalb nehmen wir uns auch rund 3 Wochen dafür Zeit. Jetzt ist es Zeit fürs Bewerbungsgespräch. Sie lernen Ihre künftigen Abteilungs- oder Amtsleitung kennen. Mitarbeitende aus dem Personalamt und einige mehr. Warum wir so viele sind? Das macht unsere Auswahl so objektiv wie möglich. Nach unserem Gespräch beraten und entscheiden wir uns in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Und dann ist es an Ihnen. Wenn auch Sie mit uns arbeiten möchten, brauchen wir noch ein paar Unterlagen von Ihnen. Zum Beispiel Ihr Führungszeugnis. Und dann unterzeichnen wir Ihren Arbeitsvertrag oder Sie erhalten Ihre Ernennungsurkunde. Jetzt können Sie Ihre Willkommenstasche entdecken und sich auf Ihren ersten Arbeitstag beim Oberbergischen Kreis freuen. Mit uns wird's rund.